freue mich jetzt auf einen Stammgast. Seine Kennzeichen, rote Haare, Hut, Brille, verheiratet mit Erna und doof. So doof, dass man ihn schon wieder lieb haben muss. Hier ist unsere Doofnuss, Helmut Schad. Merkt ihr mal eins, hat die Erna gesagt. So eine Frau wie mich kriegst du nicht mehr. Hab ich gesagt, das will ich erhoffen. Ich hab schon immer gesagt, die Belastungen einer Ehe sind so groß. Das kannst du mit einer Frau gar nicht ertragen. 32 Jahre ertrage ich schon mal einer. Hier wollt ihr wissen, wann ich ihr das letzte Mal meinen Arm um ihre Hüfte gelegt hab. Hab ich gesagt, genau vor 20 Jahren. Aber da war mein Arm schon etwas zu kurz. Vom Spiegel hat sie gestanden mit ihrer Riesenwampe und hat sich ihr 150 Kilo angeguckt. 60, ich weiß gar nicht, was ich hab. Hab ich gesagt, ich kann dir sagen, was du hast. Du hast die Bar so weit hin. Erst Ende vom Lied war ich in den Lahnurlaub geflogen. Stinksauer war sie, weil ich ihren Labello benutzt habe. Das ist das Einzige noch, wo bei meiner Hämorrhoide noch hilft. Ein Strand hatte die da auf Elbe, einen Strand. Da ging das Wasser bis ans Ufer. Aber mal ganz ehrlich, wenn du da am Strand liegst und siehst, was da für Weiber rumlaufen, dann merkst du echt mal, was du da für Gelump hast. Beim Heimflug habe ich dann zwei Omaschen neben mir gesessen. Über 50 Jahre fahren die zwei schon jedes Jahr zusammen in Urlaub. Hat die eine zu der anderen gesagt, du musst ein Geständnis machen. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Hat die andere gesagt, das ist doch nicht schlimm. Bis wann musst du das wissen? Na, kaum war ich in meiner Stammkneipe, hat mich der Heini gefragt, der zittert immer so. Der hat immer Schaum auf dem Bier. Du warst doch auf Elba in Italien. Der heilige Johannes, das ist doch ein Italiener. Hab ich gesagt, genau so ist es. Und der heilige St. Martin, hab ich gesagt, das ist ein Türke. Der Wirt, hast du so noch alt, das ist der Ahren-Italiener. Hab gesagt, das ist ein Türke. Ich habe vor kurzem in der Bibel gelesen. Und da stand drin, der heilige St. Martin stieg von seinem Pferd und gab dem Bettler einen Stück von seinem Keb ab. Ja, gebildet muss man sein. Ich gehe sogar in die Abendschule. Fortgeschrittenen Lehrgang für Deutsch. Und da musste ich bis zum nächsten Treffen einen Kurzaufsatz über Escher schreiben. Na, den habe ich dann der Lehrerin vorgelesen. Habe ich gesagt, guck so, Frau Lehrerin, das ist hier mein Kurzaufsatz über Escher. Wir haben eins, zwei Töchter. Die eine ist 16, die andere ist 17. Und alle zwei sollten am 12. ihr Tage kriegen. Und heute haben wir den 25. Was meinen Sie, was wir da haben für einen Escher haben? Venezia hieß das Restaurant, wo die anderen ich essen waren. Ein ganz vornehmer Schuppe. Na, wir haben da eine Zeit lang gesessen. Habe ich zum Ober gesagt, kennen wir uns? Sag ich, ich wüsste nicht. Sag ich, habe vor 2,5 Stunden Nudelsuppe bestellt. Der bringt die Suppe. Sag ich, die ist ja kalt. Sag ich, ja, die haben sie aber 2,5 Stunden bestellt.
In der Zwischenzeit hat die Erna den Oberarzt von oben ohne Betracht. Sagt sie, sie haben da oben in ihrem Revier einen Löffel stecken. Sagt sie, ja, falls ihnen eine Fliege in die Suppen fallen sollte, fische ich mit dem Löffel die Fliege wieder heraus. Sagt sie, ja, unter Unarm im Hosenladen haben sie ihr Kätzchen. Sagt sie, ja, wenn ich mal austreten muss, ziehe ich an dem Kätzchen, damit ich mit nichts, überhaupt nichts in Berührung komme. Hat die Erna gesagt, sie alle schön gut. Und wie kriege ich das ganze Geläsch wieder neu? Hat der Ober gesagt, ja, liebe Frau, dann nehme ich wieder mal einen Löffel. Und die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Eine Jacht im Haus. Die Schwischemutter, die als Untermieterin über uns wohnt, hat wieder Männerbesuch. Die hat einen Männerverschleiß, Tag und Nacht gehen die Männer bei dir ein aus. Bei der steht bestimmt einmal auf dem Grabstein, schläft zum ersten Mal alleine. Letztes Jahr ist da ihr Kerl gestorben. Was hatte ich gelassen mit der Urne? Nur weil sie einen Kerl bei sich daheim haben wollte. Ich über den Friedhof zum Krematorium habe sie auch wieder ausgebuddelt. Jetzt habe ich den Sasch nicht aufgeregt. Habe ich gesagt, da liegt bestimmt ein Zuhälter drin. Hat der Friedhofswärter gesagt, nee, ein Beamter. Habe gesagt, warum habt ihr dann den wieder ausgebuddelt? Hat er gesagt, der hat noch 5 Tage Urlaub zu kriegen. Ja, mein Freund Willi, der ist der Achtbeamte. Der hat ja was sowas von schlecht gesehen. Sowas von schlecht. Beim Golfen hat er am 9. Loch zu der Fahne gesagt, Frau Doktor, schlank steht Ihnen aber gut. Und beim letzten Golfen hat er da eine Brille auf. Eine Bifokalbrille. Ah, das ist auch gut und lesen auch eine Brille. Der trifft wieder alles. Habe ich zugesagt, wie geht denn das? Sag ich, du, wenn ich den Ball sehe und hab die Brille auf, sehe ich einen großen und einen kleinen. Und dann konzentriere ich mich auf den großen und schon treffe ich. Ei, kurz vorm Eulocher rennt er ja ins Gebüsch und muss pinkeln. Das hätte ich sehen müssen, wie der zurückgekommen ist. Ich hab nie gedacht, dass ich einer so nass machen kann. Hab ich gesagt, was war dann? Sag ich, du, ich hab die Hose aufgemacht. Und dann habe ich einen großen und einen kleinen gesehen. Und ich habe genau gewusst, der Große ist nicht mir und habe ihn wieder weggepackt. Ja, so ist es halt. Pech und Glück bei dir beschert. Doch die doof noch sechs, das Leben ist trotzdem lebenswert. Hello! Helmut Schad, unsere doofen Nuss aus Echzell in der Wetterau. Und Helmut feiert übrigens in diesem Jahr sein 33-jähriges Fastnachtsjubiläum. Also auch darauf ein dreifach donnerndes Helmut Schad. Hello! 33 Jahre Fastnacht. Hello! Erna! Hello!